Und bei mir hier am Set ist der erste parlamentarische Geschäftsführer Johannes Vogel. Herzlich willkommen, Herr Vogel. Wir haben eben die Rede Ihres neuen Generalsekretärs Gyurcsány gehört. Und gestern hat Herr Gyurcsány schon gesagt, er werde niemals, niemals ein zusätzlicher Regierungssprecher sein. Also seine Mission sei die FDP. Er sagte auch, die FDP ist so etwas wie ein Korrektiv in der Ampelkoalition. Wie schwierig ist diese Gratwanderung? Einerseits das Profil schärfen, bestimmte Punkte setzen wollen und andererseits natürlich auch den Koalitionsfrieden wahren. Ja, es ergibt sich ja aus der Demokratie, nicht wahr? Also wir haben die Konstellation, dass wir seit vielen, vielen Jahren in Deutschland, glaube ich in den 50ern, das erste, letzte Mal nicht eine Partei haben, die allein die absolute Mehrheit hat. Ich glaube, das neue Parteiensystem führt auch dazu, das wird nie wieder so sein. Und dann sind Parteien alle in der Herausforderung, dass sie fürs Land gut zusammenarbeiten müssen. Wir müssen fürs Land mehr Fortschritt erreichen und gleichzeitig heiraten sie nicht und fusionieren nicht. Und wenn ich mal den Hut Parlamentarier absetze, wo ich ja auch die Koalition mit organisiere und den Hut stellvertretender Bundesvorsitzender aufsetze, dann sage ich genau richtig, was er sagt. Wir sind in der Notwendigkeit, deutlich zu machen, was ist FDP pur und gleichzeitig gut zusammenzuarbeiten im Interesse des Landes. Alle Parteien sind aber in derselben Notwendigkeit. Die Frage ist dann aber, ob das Ergebnis nicht verwässert ist oder ob es tatsächlich ganz klar ist. Denn einerseits ja, Sie bekennen sich zu Waffenlieferungen. Das ist, da heben Sie sich jetzt nicht unbedingt, also zu schweren Waffenlieferungen in die Ukraine, meine ich, da heben Sie sich jetzt nicht von der Regierungslinie ab und gleichzeitig versuchen Sie irgendwie diese Punkte doch als FDP-eigenen Punkt zu setzen oder da Anführer zu sein. Also bei dieser Gratwanderung herrscht da nicht auch das Risiko, dass das Endergebnis nicht wirklich klar ist für die Wählerinnen und Wähler und vielleicht etwas verwässert? Also erstens, finde ich, muss man ja mehr als ein Einzelthema betrachten. Ich gehe kurz auf seine Rede ein. Er hat zum Beispiel klar betont, gerade jetzt, und das ist meine feste Überzeugung auch, wenn wir ein ganz klein bisschen den Blick heben und über die Herausforderungen nachdenken, die sich zum Beispiel durch Putin stellen, dann heißt das doch auch insgesamt mehr Zusammenarbeit der marktwirtschaftlichen Demokratien in der Welt. Wir jetzt als Freie Demokraten sagen sehr klar, gerade jetzt mehr Freihandel mit Amerika, neuer Anlauf für ein Freihandelsabkommen. Vielleicht, ich würde sagen, auch mehr Zusammenarbeit, Freihandel und andere Zusammenarbeit politisch mit den marktwirtschaftlichen Demokratien in Asien. Das ist FDP pur. Und gleichzeitig versuchen wir dann in der Koalition etwas in diese Richtung zu erreichen. Und beim Thema Waffen ganz konkret. Wir haben seit einigen Tagen und Wochen, ich auch, viele andere Stimmen auch sehr klar gefordert, die Ukraine muss mit schweren Waffen unterstützt werden. Und ich freue mich, dass das ja auch Regierungshandeln jetzt wird. Wir haben gerade erfahren, unter anderem aus dem Interview des Kanzlers, dadurch ist es öffentlich geworden, dass konkret durch deutsches Handeln slowenische Kampfpanzer in die Ukraine kommen. Und das ist der richtige Weg, weil es in der Sache notwendig ist. Also der sogenannte Ringtausch, genau. über den wir auch gestern schon gesprochen haben. Ich würde gerne noch über eine weitere Forderung sprechen, die nämlich auch von Ihnen kommt. Ich glaube, zusammen mit Konstantin Kuhle fordern Sie ein Aufnahmeprogramm für russische Soldaten, die quasi desertieren. Wen haben Sie da genau im Blick? Wie groß ist diese Personengruppe? Das können Sie und ich vermutlich nicht sicher prognostizieren. Aber ich glaube, es ist sozusagen doppelt geboten. Einmal, wenn wir angesichts der grauenvollen Kriegsverbrechen, die russische Truppen dort begehen, glaube ich, haben Sie und ich die Hoffnung, dass es Menschen gibt in den Truppen, die sich damit nicht identifizieren, die damit dabei nicht mitmachen wollen, die den völkerrechtswidrigen Angriffskrieg nicht länger mitmachen wollen. Und die brauchen moralische Unterstützung und Asyl in der Europäischen Union. Und gleichzeitig wäre es ja eine Maßnahme, um die Kampfkraft der russischen Truppen zu schwächen. Wie viele das sind, kann keiner prognostizieren. Aber jeder einzelne Soldat, der die russischen Truppen verlässt, wäre wertvoll. Und deswegen sagen wir, die Europäische Union soll das klar kommunizieren. Ja. Sie soll das bekannt machen, damit es sich herumspricht. Wie stellen Sie sicher, dass diese Soldaten, die dann vielleicht die russischen Truppen verlassen, vorher nicht in Kriegsverbrechen involviert waren? Ja, also gleichzeitig stärken wir ja zum Beispiel auch durch Handeln des Generalbundesanwaltes in Deutschland die internationale Strafgerichtsbarkeit, die ganz konkret jedem einzelnen Kriegsverbrecher auf die Spur kommen muss. Und ich glaube, gerade heutzutage, gerade angesichts von sozialen Medien und vielen Indizien, gibt es eine gute Chance, das zu tun. Sollte da einer unterschlüpfen, muss er natürlich auch angeklagt vor Gericht gestellt werden. Okay. Jetzt schauen wir noch mal kurz auf die Rede Ihres Parteivorsitzenden Christian Lindner gestern, der die Union angegangen ist, ihr parteipolitisches Bodenturnen vorgeworfen hat. Natürlich auch in Bezug darauf, dass die Union nächste Woche eine Aussprache und auch Regierungserklärung von Kanzler Scholz fordert im Zusammenhang mit den Waffenlieferungen.
Sie befinden sich auch im Wahlkampf mit der Union hinsichtlich der Landtagswahlen. Das ist auch eigentlich legitime Opposition, oder, was die Union hier betreibt? Also ich war selber schon Opposition als Parlamentarier, und Opposition gehört zu unserer Demokratie dazu. Das muss man auch nicht kleinreden. Gleichzeitig gibt es Fragen, die vielleicht über die Rollen von Koalition und Opposition hinausreichen. Und wir haben zum Beispiel in der Opposition, in der Sicherheitspolitik, uns immer sehr konstruktiv verhalten und alle Mandate, von denen wir zutiefst überzeugt waren, mitgetragen. Und wir sind auch eindeutig in einer Ausnahmesituation. Wir sind uns offensichtlich auch einig, dass die Ukraine stärker unterstützt werden muss mit schweren Waffen. Und da glaube ich schon, ist jeder in seiner Rolle, auch in der Oppositionsrolle, gefordert, sich mal kritisch zu fragen, werde ich der Rolle gerecht und werde ich den Zeiten gerecht, die ich gerade habe. Und dass Außen- und Sicherheitspolitik Themen sind, die im Bundestag auf eine besondere Art und Weise auch über Koalitions- und Oppositionsgrenzen hinweg bearbeitet wurden. Das war eigentlich politische Kultur in Deutschland in den letzten Jahren. Ich fände es gut, wenn die Union dazu beitragen würde. Sollte es zu einer namentlichen Abstimmung kommen, so wie die Union es plant, werden Sie mit Ja stimmen? Also ich kenne ja noch nicht mal den Antrag der Union, also insofern kann ich nicht sehr... Er wird sich wahrscheinlich um Waffenlieferungen... Ja, aber wir wissen ja noch gar nicht, die Union hat keinen Antrag vorgelegt, wir als Koalition haben noch nicht entschieden, was machen wir nächste Woche im Parlament, aber wichtig ist, dass im Parlament erstens die Koalition zusammen abstimmt, das wird sie tun, zweitens, dass wir deutlich machen im Deutschen Bundestag, dass wir schwere Waffen für die Ukraine wollen und sie stärker noch unterstützen wollen, und drittens rufe ich der Union auch zu, eben haben wir ein bisschen über die Rollen Regierung und Opposition, Koalition und Opposition gesprochen. Man könnte natürlich als Union sich auch fragen, welchen Beitrag habe ich eigentlich die letzten Jahre zu dieser Situation geleistet? Wer war eigentlich in der Federführung in der Regierung, als sozusagen im Kanzleramt, als die Energieabhängigkeit von Russland immer weiter gesteigert wurde? Wer hat eigentlich zu verantworten, dass die Bundeswehr so kaputt gespart wurde? Vielleicht wäre das ja Anlass zu überlegen, ob wir nicht gemeinsam die Lehren dieser Zeitenwende ziehen wollen. Okay, wenn Sie Verantwortung ansprechen, muss man sagen, sicherlich die Russlandpolitik war nicht nur geprägt durch die Union, sondern sie war auch eine sozialliberale. Also auch die Sozialdemokraten haben da einen Anteil, aber auch Parteimitglieder ihrer Partei haben sich in der Vergangenheit auch immer hin und wieder, ich will jetzt nicht sagen russlandfreundlich geäußert, aber haben zumindest Sanktionen kritisiert. Hm. Herr Kubicki, Herr Lindner waren nicht immer Verfechter von Russland-Sanktionen, sei es jetzt um die Krim oder die Ostukraine. Also wann beginnt die FDP mit ihrer kritischen Aufarbeitung ihrer Russland-Politik? Also Christian Lindner hat, glaube ich, diese eine Presseäußerung, auf die Sie anspielen, danach selber klargestellt und korrigiert. Mhm. Und hier auf dem Bundesparteitag haben wir mehrfach sehr klare Beschlüsse zu Russland gefasst. Nicht, dass wir nicht für jeden Einzelnen manchmal an einem Parteitag spricht, das ist klar. Aber ich glaube, weit über 90% hatten wir immer Zustimmung zu diesen Positionen, die zum Beispiel auch schon Nord Stream 2 stoppen wollten, schon 2020 nach der Krim-Annexion, und sich klar zu den Sanktionen bekannt haben. Und wenn ich mir anschaue, wie wir uns in Fragen, wie soll ich sagen, der Ausstattung der Bundeswehr in den letzten Jahren eingelassen haben als FDP, dann glaube ich, waren wir da auf dem richtigen Kurs, und ich fühle mich da eher bestätigt. Richtig ist aber auch, dass in besonderen Zeiten jede Partei an ihre Schmerzpunkte gehen muss. Hier zum Beispiel, uns fällt es nicht leicht, jetzt schuldenfinanziert die Bundeswehr aus dieser Situation wieder herauszuholen, wie so eine Art Jumpstart. Das ist aber notwendig. Das sind die Abwägungen, Dilemmata, die sich jeder stellen muss. Ich glaube, in der Russlandpolitik, wenn ich mir anschaue, wie gerade Bundesparteitage sich die letzten Jahre positioniert haben, ist das in dem Fall weniger der Fall. Wie sollte die Russlandpolitik Deutschlands aufgearbeitet werden? Also da ist ein Untersuchungsausschuss in Sprache oder auch eine Enquete-Kommission. Wofür wären Sie? Also ich glaube, es geht darum, dass diese Aufarbeitung gelingt, denn sie ist offenbar notwendig. Denn mindestens ist, ich würde gar nicht sagen, mit Blick auf Einzelpersonen, sondern vielleicht auch mit Blick auf eine zu geringe Strategieneigung der Politik, zu kurzfristigen Denken, zu wenig langfristig schauen, was sind eigentlich die Herausforderungen, worauf laufen wir eigentlich zu. Vielleicht ist auch ein Politikmodus, der da in den letzten 16 Jahren angegangen wurde und der an seine Grenzen kommt. Also ich glaube, wir sollten breit drauf schauen, welches Instrument dafür richtig ist, das müssen wir diskutieren. Saskia Esken hat eine Enquete-Kommission zum Beispiel ins Spiel gebracht. Das sollten wir uns anschauen. Ich könnte mir das vorstellen, aber entscheidend ist, dass wir uns dieser Debatte ehrlich stellen in all ihren Dimensionen. Und dafür gehört für mich auch die Frage von, werden wir eigentlich allen großen Herausforderungen ausreichend gerecht? Ist nicht zum Beispiel auch manche Lehre mit Putin, man muss ihn ernst und wörtlich nehmen, auch anzuwenden auf den zweiten großen Systemwettbewerb mit Xi Jinping China, den wir haben. Und dann entsteht aus der Aufarbeitung auch eine Lehre und eine Verstärkung nach vorne. Das muss in meinen Augen das Ziel sein. Würden Sie sagen, wir sind im Begriff, oder die Bundesregierung ist im Begriff,
Fehler zu wiederholen, die man in der Russlandpolitik gemacht hat, Fehler mit China zu wiederholen, also zu naiv auch zu sein. Ich glaube, wir als Land dürfen das nicht tun. Mhm. Ich setze mich dafür seit vielen Jahren ein. Das hat mehrere Dimensionen. Das hat zum Beispiel die Dimension, jetzt mal in Ruhe zu überlegen, was ist eigentlich alles Sicherheitspolitik? Gazprom hat offensichtlich in Vorbereitung der russischen Invasion hier die Gasspeicher geleert, ohne dass es jemandem aufgefallen ist. Wieso monitoren wir sowas nicht? Was könnte die nächste Frage sein, die diesen Gasspeichern entspricht? Das heißt für mich, zu definieren, was überhaupt sicherheitspolitisch relevant werden könnte. Und zweitens, sich vor allem zu fragen, was heißt das für Allianzen? Jetzt die transatlantische Allianz stärken, jetzt aber gerade vielleicht auch Allianzen schmieden mit marktwirtschaftlichen Demokratien im pazifischen Raum, dann wiederholen wir keine Fehler, sondern werden dem neuen Systemwettbewerb ausreichend gerecht. Der Westen insgesamt hat da noch ein Strategiedefizit. Das gehört, glaube ich, zur ehrlichen Analyse dazu. Ja, schlagen wir nochmal den Bogen zurück zur Innenpolitik. Sie haben eben die Schuldenbremse angesprochen, die im nächsten Jahr wieder eingehalten werden soll. So ist zumindest das Ziel. Wie realistisch ist das, ehrlicherweise? Ja, ich glaube, wenn es uns gelingt, wirtschaftliche Rahmenbedingungen so zu setzen, dass wir die doppelte Krise, in der wir gerade sind, das entsteht ja durch Russland und die Inflation und das Ende der Corona-Pandemie. Stagflation. Stagflation droht. Ja. Wir sollten versuchen, sie zu verhindern. Es entsteht letztlich, gelingt das durch wirtschaftliche Dynamik, gute Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Wachstum. Und dann müssen wir natürlich zurückkehren zur Schuldenbremse. Aber das schreibt das Grundgesetz ja auch vor. Herr Vogel, wirtschaftliches Wachstum wird gerade nicht prognostiziert. Im Gegenteil, die Wirtschaftsinstitute haben das wirtschaftliche Wachstum fast halbiert, von 4,8 auf 2,7%. Also es ist eine ganz andere Situation als damals zum Ende 2008 der Wirtschafts- und Finanzkrise, wo es ein wirtschaftliches Wachstum gab. Da konnte man aus den Schulden herauswachsen. Das ist ja heute nicht der Fall. Ja, offensichtlich sind wir in großen wirtschaftlichen Herausforderungen. Ja. Deswegen sagen wir als Freie Demokraten, die ja immer glauben, wir brauchen wirtschaftliche Dynamik, sie ist Voraussetzung für staatliche Handlungsfähigkeit, dass wir darüber reden müssen, wie können wir Rahmenbedingungen stärken. Sie haben recht, die Wachstumsprognosen wurden halbiert. Gleichzeitig wird immer noch Wachstum prognostiziert. Und ich finde, es gehört dreierlei dazu. Erstens das. Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Wachstum stärken. Zweitens, sich den Dilemmata stellen, der schwierigen Abwägung. Ja. Uns fallen Schulden nicht leicht und es ist richtig, in der Krise entschlossen, auch schuldenfinanziert zu agieren. Genauso richtig ist es, dass wir das nur können, weil wir die Schuldenbremse im Grundgesetz haben. Und deshalb sollten wir sie auch ernst nehmen. Und muss man sich nicht auch entscheiden, Schuldenbremse einhalten oder tatsächlich die Investitionen tätigen, die A, dringend notwendig sind und B, Sie sich auch vorgenommen haben mit Ihren Koalitionspartnern, als Sie in diese Regierung gegangen sind? Deswegen tätigen wir dieses Jahr diese Investitionen ja sehr entschlossen. Aber dauerhaft können Investitionen nicht schuldenfinanziert erfolgen. In der Krise ist es richtig, in die Verschuldung zu gehen. Der fällt uns nicht leicht, aber die Abwägung ist richtig und deshalb treffen wir sie ja auch so. Genauso ist klar, auf Dauer kann man das nur, wenn man nicht jedes Jahr in die Verschuldung geht, egal ob man gerade in einer wirklich schweren Krise ist oder eben irgendwann zu den Regeln des Grundgesetzes zurückkehrt. Johannes Vogel war das, erster parlamentarischer Geschäftsführer der FDP. Herzlichen Dank für das Gespräch. Danke Ihnen.